Mit einem neuen Teilnehmerrekord von 3.500 Teilnehmerinnen sorgte die dritte Auflage des Bodensee-Frauenlaufs am Wochenende für neue Dimensionen. Vor 3 Jahren hat man die Idee, in Vorarlberg einen Frauenlauf durchzuführen, umgesetzt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Zahl der Teilnehmerinnen verdreifacht. Es ist das Konzept des gemeinsamen Laufens und der Spaß an diesem Event, das den Frauenlauf zu etwas Besonderem macht. Mittlerweile erstreckt sich der Bodensee-Frauenlauf bereits über 2 Tage. Am Freitagnachmittag beginnt die Frauenlaufmesse mit Startnummernausgabe, Kochshows, Fitnesstipps oder auch einer großen Modenschau. Am Samstag dann ab 17 Uhr die Überfahrt für viele Teilnehmerinnen mit dem Schiff von Bregenz nach Lochau. Auch da die Stimmung bestens. Am Kaiserstrand dann ein besonderes Bild, wenn über 3.500 Teilnehmerinnen sich auf den Start vorbereiten. Nicht unbedingt die schnellsten stehen im Mittelpunkt, sondern jede einzelne Starterin bei dieser Veranstaltung. Über die Pipeline geht es dann nach dem Startschuss um 18 Uhr Richtung Hafen in Bregenz. Die vielen Zuschauer an der Strecke sorgen zusätzlich für ein besonderes Flair. Und erreicht man dann das Gelände beim Festspielhaus, warten tausende Fans auf ihre Frauen, Freundinnen und so weiter. In diesem Jahr gab es mit Sandra Urach eine neue Siegerin. Die Bregenzer Wälderin gewann mit starken 18 Minuten und 42 Sekunden vor der Schweizerin Brigitte Schoch und Jasmin Bergdold, einer weiteren Wälderin. Und dann das tolle Bild, wie sich die Teilnehmerinnen nach der Zielankunft freuen. Finishen beim Bodensee-Frauenlauf, für viele ein Ziel, das umgesetzt wurde. Das dritte Mal dabei und ich finde es echt voll super. Wir waren der Frauenlauf. Super. Gut organisiert, kein Stress auf der Bahn, also super. Du bist jetzt ziemlich junge Teilnehmerin. Bist du zum dritten Mal dabei oder das erste Mal? Das erste Mal. Wie alt bist du? 12. Wie gefällt es dir? Es ist gut, aber es ist anstrengend. Ganz prima, das Wetter hat gehalten. War ein bisschen warm, aber in Ordnung, besser als zu kalt. Und unterwegs die Stimmung einfach toll. Ja, man ist denkt, wir machen es mit der Verkleidung wieder gut. Und wie hat es euch generell gefallen, als erstes Mal dabei oder schon zum dritten? Ja, ich schon. Ich nicht. Ist gut gewesen, ja. Die Ladies Party Night mit Siegerehrung aller Kategorien auf der Werkstattbühne war dann zum Abschluss die absolute Krönung. Die Organisation war reibungslos, die Teilnehmerinnen im Mittelpunkt. Und wieder einmal zählte der Slogan: Ohne Frauen läuft nichts.